Ja, einen wunderschönen Wintermorgen. Ich sitze hier in Gießen in unserer WG-Wohnung, schaue raus aus dem Fenster in eine wunderschöne, verschneite Winterlandschaft rund um Gießen, hier direkt auf dem Bahndamm mit schönen Bäumen, die alle schon ansatzweise grüne Blätter bekommen. Und ja, Wintereinbruch. Und dieses erste Aprilwochenende 2022 benutze ich aktuell aus Aktionsarmut ein bisschen zum Aufräumen in meinen Fotogeräten, in meinen Fotoarchiven, in meinen Tablets, GoPro-Kameras und Panasonic-Kameras und gucke mal, wo ich ein bisschen aufräumen kann, natürlich auch auf meinem Laptop. Und dabei wäre es heute Morgen fast passiert, dass ich auf meinem Tablet die Fotogalerie gelöscht hätte, weil ich gedacht habe, ach, die brauchst du nicht mehr. Du hast so viele Fotos, du weißt ja gar nicht mehr, was du mit den ganzen Fotos hier alles anfangen sollst. Und dann habe ich aber noch mal kurz reingecheckt und habe gedacht, oh, da sind ja noch Fotos drauf, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und da muss ich kurz was zu erzählen. Das Jahr 2021, das zweite Corona-Jahr, über das sich die halbe Welt so furchtbar beklagt hat, wegen Corona-Diktatur, eingesperrt sein, eingezwängt sein, der Freiheit beraubt sein, war eins unserer lebendigsten, reiseintensivsten Jahre überhaupt seit unserem Eurotrip 2017, 2018. Und von wir, damit meine ich meine Tochter Samira, mich und unsere Hunde Fly, Luzi und seit dem Tod von Luzi ihre Nachfolgerin in unserem Team mit Ava. Ja, und als ich mir das Tablet hier nochmal angeguckt habe, da fiel mir auch die Story ein zu diesem Tablet, in das ich gerade hier reinlabere. Wir waren 2021 im März, also genau vor etwa einem Jahr, waren wir 4 Tage mit Kanu und Klapprad auf der Sieg unterwegs im südlichen Nordrhein-Westfalen. Hat uns total Spaß gemacht. Es war früh Frühling und wunderbar zum Paddeln geeignet. Anschließend waren wir dann einige Zeit im Westerwald, bedingt dadurch, dass Samira ihre Masterarbeit fertig schrieb, dass insgesamt ihr Masterstudium beendet wurde. Und insgesamt Westerwald Basislager gefällt uns als Zwischenintermezzo natürlich auch immer sehr gut. Und dann stellte sich die Frage, was für eine große Reise machen wir in 2021? Fahren wir ins Ausland oder bleiben wir in Deutschland? Und da hat Mitte 2021 die Reise Beschränkungen durch Corona-Maßnahmen verschiedener Länder sehr unsicher war, sehr unzuverlässig war, beschlossen wir wieder mal und nochmal unseren Lieblingswanderfluss in Deutschland, nämlich die Elbe, zu paddeln. Die Elbe von der tschechischen Grenze bis kurz vor die Tore von Hamburg. Und das war wieder auch ein Ding für Samira, um mit ihrem Subboard, mit ihrem Trekking-Subboard zu paddeln. Diese Tour im Jahr zuvor, 2020, ist sie 360 Kilometer mit Hund und Zeltgepäck mit mir im Gummiboot die Loire in Frankreich gepaddelt. Und jetzt war es auch keine Notlösung, sondern eine sehr coole Unternehmung, die Elbe über 555 Kilometer von der tschechischen Grenze bis nach Lauenburg zu paddeln mit Zeltgepäck. Von Lauenburg sind wir dann stumpf. Ach so, auf dieser Tour hat uns auch Freund Grischer aus Biberach im Schwabenland mit Subboard begleitet. Dann sind wir direkt nonstop mit kurzem Stopp im Westerwald weiter gen Süden gefahren, in den Bayerischen Wald, denn wir hatten Bock, den Regen zu paddeln. Dort wurden wir allerdings von Starkregen permanent am Regenpaddeln gestoppt, konnten nur die Regenstauseen paddeln, sind dann auf dem Rückweg kamen wir auf die Idee, mal durch Bamberg zu paddeln auf der Regnitz. Das war ein cooles Unternehmen, zumal uns der Bamberger Kanu-Club, ein Faltboot-Club, wunderbar aufgenommen hatte. Und dort haben wir neue Freunde kennengelernt, war sehr schön. Und von Bamberg aus dann
Wieder in den hohen Westerwald, hier umgerüstet und nun ab 1. August 2021 hatten wir 3 Wochen Campingplatz La Colque, oder? Ja, war Campingplatz La Colque auf der dänischen Nordseeinsel Rømø gebucht, um dort 3 Wochen Strandsegeln zu betreiben. Dort trafen wir wiederum Freunde, es war total cool. Und dann hatten wir immer noch Zeit. In Frankreich waren die Grenzen offen und auch in Holland. Und dann sind wir von Rømø stumpf nach Holland, nach Makkum weitergefahren. Dort haben wir uns das Equipment geliehen, was wir nicht in unserem in unserem Dachzelt gespannt dabei hatten. Dachzelt, neuer das dann mit Dachzelt und Trailer mit Strandsegelausrüstung, da fehlte die Windsurf-Ausrüstung und da fehlte auch ein Segelboot. Aber alles kein Problem, das haben wir uns in Holland, in Makkum, wieder geliehen bei unseren Freunden von der dortigen Windsurf- und Kitesurfschule. Ja, und danach haben wir wieder beschlossen, jetzt ziehen wir mit diesem Gespann einfach stumpf weiter zum Strandsegeln ans Cap Leucat nach La Franquille im Süden Frankreichs am Fuß der Pyrenäen. Das haben wir prompt gemacht. Auf der Runterfahrt von Holland ans Cap Leucat haben wir noch einen Zwischenstopp gemacht an unserem Lieblingsfluss, in unserem Lieblingstal, in den Gorges du Tarn, in den Cevennen. Dann weiter vorbei am Lac des Alagus, unserem Lieblingssee im Süden Frankreichs. Und dann letztendlich am Cap Leucat, wo wir auch eine Woche Strandsegeln betrieben haben, bis es uns dort nicht mehr so ganz sympathisch war, weil wir dort nicht unbedingt auf die sympathischsten Mitmenschen getroffen sind. Jedenfalls für uns sympathischsten Mitmenschen. Dort haben wir uns dann wieder abgeseilt und beschlossen, längst durch die hohen Pyrenäen zu fahren, vom Mittelmeer an den Atlantik und dabei wieder auf den Spuren der eigenen Kanukassel-Geschichte. Ein Stopp an meinem früheren Lieblingswildwassersee am Rio Nogueira Pallaresa. Dort waren wir auch ein paar Tage. Und dann durch die wunderschönen, immer noch wunderschönen hohen Pyrenäen bis an die höchste Düne Europas, an die Dune Pilar im äußersten Südwesten Zipfel von Frankreich. Hier hatten wir wunderbare Tage, bevor es dann Anfang Oktober Richtung Heimat ging, sich Samira allmählich auf ihren Schuljob konzentrieren musste, ich noch ein bisschen Lager, Basislager, Herbststimmung genossen habe. Und dann zog ich weiter zu einer Tour, die leider sehr, sehr tragisch endete, aber bis zum tragischen Tag wunderschön war, nämlich in die Wüste von Tabernas, ins Lager, ins Outdoor-Lager, ins Wüstencamp, ins Tor zur Wüste von Kumpel Arne. Und dort hatte ich wunderbare Tage, das waren die letzten Tage, mit meiner Hündin Luzi, die in der Wüste von Tabernas auf sehr tragische und beschissene Weise ums Leben kam vor meinen Augen. Meine schnelle Flucht war aus psychischen Gründen für mich notwendig, weil ich das nicht mehr ertragen konnte, dort auch nur einen Tag länger zu bleiben, wo meine wunderbare Hündin Luzi gestorben war. Ging es dann aber Schlag auf Schlag weiter, Winter im hohen Westerwald, im Camp, im Wohnwagencamp, den Kauf eines neuen Aussie-Hundes, eines Welpen namens Ava. Und ja, jetzt ist der 1. April. Ava ist mittlerweile 5 Monate alt, hat uns die letzten Monate wunderbar beschäftigt, auf Trab gehalten, gemeinsam mit unserer Oma-Hündin Fly. Ja, und all von diesen Unternehmungen ab Elbe, nachdem wir die Elbe verlassen hatten, hatte ich hier auf meinem Tablet, in das ich hier gerade reinlabere, Fotos drauf, auf der Galerie. Und dieses Tablet, das bekam ich gesponsert. Auf der Elbe trafen wir einen Mann, der schon lange unsere Videos verfolgt. Und der hatte Lust, uns ein bisschen zu sponsern. Und so bekam Samira ein nagelneues, erstklassiges Samsung, weiß ich was, 21 Handy mit
guter Handykamera und ich kaufte mir hier dieses Tablet, ein Samsung G7, dralala, mit SIM-Karten ein Dingens, gute Qualität. Und dann habe ich ab und zu, mache ich auch hier über dieses Tablet schnelle Videos, wenn ich keinen Laptop dabei habe. Und auf diesem Tablet wollte ich heute aufräumen und mal die ganzen alten 1000 Fotos löschen, die ich ja alle schon irgendwann mal irgendwo verwendet habe oder vergessen habe, und wollte mal mein Tablet hier clean machen. Und oh, und dann hatte ich die Idee, nee, nee, langsam, Junge. Dann hab ich so einen Stick, den kann ich in den Mini-USB-Anschluss meines Tablets stecken. In dem Stick befinden sich Slots für Mini-SD-Karte und für eine große SD-Karte. Und so habe ich dann die Fotos eben hier vom Tablet per Stick auf mein Notebook, auf meinen Laptop übertragen und habe dann gedacht, oh Gott, die Fotos solltest du aber jetzt nicht einfach wegwerfen. Und so habe ich für mich persönlich und für Samira hier gerade einen langen Fotoclip in der Mache von unseren Aktivitäten ein halbes Jahr zurück und quasi auch nochmal ein Gedächtnisrückblick auf unsere so stark vermisste Hündin Luzi. If you could hear me now, if you could hear me somehow, if you could hear the words that I'm thinking about a world on fire, good thoughts lost in the mire, and it seems like no one's listening. If you could see me now, if you could see me somehow, if you could see the world where we're living, where the money's in charge and the black coal barge, and there's no more fish to be fishing. If you could hear me now, if you could hear me somehow, if you could hear what my soul is screaming, that we are one in the land of the sun, and there's no more fear of dreams. Spinning.
you could know me now, if you could know me somehow, if you could know the things that I'm reading, that peace is stalled without prosperity for all. Let the flowers I'm sitting up here in the Pyrenees, far away from insanity. Here I can watch the river flow by. The air is good and the sun is high. Got me a cabin and a sweet little thing. He loves and treats me like a king. It's what I've been dreaming of all my life. But I got to leave of a devil inside. I got to leave of a devil inside. Each time I reach what I'm looking for, the demon inside just slams the door, throws me out on the road and then starts me looking all over again. Swear to the Lord I'm no bad man. Live by the good book whenever I can. I do everything like my daddy told. But I've been cursed with a wandering soul. I've been cursed with a wandering soul. Love them and leave them, never return. I've done it so often, I've nowhere to turn. All of them say, don't you ever get tired, living night and day with the devil inside. All of them say, don't you ever get tired, living night and day with the devil inside. All of them say, don't you ever get tired, living night and day with the
devil inside. Living night and day with the devil inside. Sitting up here in the Pyrenees, far from the insanity. Here I can watch the river flow by. The air is good and the sun is high. The air is good and the sun is high. The air is good and the sun is high. The air is good and the sun is high. The air is good and the sun is high.
I got no money in my hand or my coat or my pocket. Won't get to space cause I haven't got a rocket. But I've air in my lungs, eyes in my sockets, and a heart that beats like a tap that leaks in the night when you haven't got a plumber who can stop it. Jack in a box without a key to lock it. Well, this boat may sink, but I'm not gonna rock it, cause the sea doesn't know my name. Yeah, the boat may sink, but I'm not gonna rock it, cause the sea doesn't know my name. Well, if you can't get what you love, you learn to love the things you've got. If you can't be what you want, you learn to be the things you're not. If you can't get what you need, you learn to need the things that stop you dreaming. All the things that stop you dreaming. I got no one's word and nobody's promise. Not a lot to show, but this book full of sonnets. And my liver may be fucked, but my heart is honest. And my word is true, like the sky is blue in the summertime when everybody gets on it. Warm our skins and get sunburned from it. And our eyes shine bright like the sky full of comets. I shoot like silver trains. Yeah, I shine bright like the sky full of comets. I shoot like silver trains. If you can't get what you love, you learn to love the things you've got. If you can't be what you want, you learn to be the things you're not. If you can't get what you need, you learn to need the things that stop you dreaming. Oh, all the things that stop you dreaming. Oh, 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 oh no. Oh, 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 no, oh, 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 no. Well, if you can't get what you love, you learn to love the things you've got. If you can't be what you want, you learn to be the things you're not. If you can't get what you need, you learn to need the things that stop you dreaming. Oh, oh, all the things that stop you dreaming. All the things that stop you dreaming. The frown on my face disappears.